Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Ja, schönen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist richtig, es gibt eine ganze Vielzahl von fachgesetzlich geregelten Ansprüchen auf Information, auf Auskunft, aber sie sind eben nicht voraussetzungslos, sie sind auch nicht umfassend und sie sind in manchen Bereichen auch von berechtigtem Interesse oder dem Nachweis einer solchen abhängig. Aber wir sind schon auch der Auffassung, dass in einer Gesellschaft des Jahres 2020 hier in Bayern jeder Bürger ohne noch einen spezifischen Anspruch darlegen zu müssen, ohne ein besonderes Interesse erläutern zu müssen, einfach schon qua seiner Bürgerschaft auch ein Anspruch, eine Möglichkeit, sich umfassend zu informieren haben muss. Aus diesem Grund haben wir auch, jetzt ist es gerade ein Jahr her, auch zu diesem Thema Transparenz und Informationsfreiheit unser Gesetz damals vorgelegt und die damals vorgetragenen Gründe sind ja auch heute noch richtig und führen auch zu entsprechender Sympathie und Grundoffenheit für diesen Gesetzentwurf, den wir heute zu beraten haben. Er macht, es ist schon gesagt worden, staatliches und behördliches Handeln transparent und nachvollziehbar. Er schafft auch Vertrauen insgesamt, dass es eben nicht irgendwelche Bereiche gibt, die uneinsehbar wären, dass es eben die Möglichkeit gibt, offen sich über alle Themen, die die Verwaltung im Interesse der Gemeinschaft, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger behandelt, auch informieren kann. Die Abgrenzung zu den Teilbereichen, die dann auch eben nicht öffentlich gemacht werden können, sind natürlich klar zu regeln. Da haben wir auch großes Interesse daran, dass diese Grenze unmissverständlich gezogen ist und da auch keine Fehler auftauchen können. Allein, liebe Kolleginnen und Kollegen bei der SPD, wollen wir schon ein bisschen intensiver im Ausschuss über die Frage reden, ob diese Plattform, die dann ja auch schon in allen Fällen und umfassend gepflegt werden muss, ob der damit verbundene Aufwand auch in der Tat im Verhältnis, in einem angemessenen Verhältnis zu den Erträgen steht, die wir damit auch erreichen, oder ob wir nicht etwas weniger bürokratische Regelungswerke und einfachere Lösungen finden können. Wir hatten in unserem letztjährigen Gesetzentwurf eben keine solche zentralisierte Plattform vorgesehen, eben weil wir Sorge haben, dass es dann insgesamt vom bürokratischen Aufwand her zu aufwendig werden würde. Aber das brauchen wir hier und heute, glaube ich, nicht zu Ende diskutieren. Aber dieser Hinweis sei schon an dieser Stelle gestattet. Und da bitten wir doch noch mal etwas dezidierter und differenzierter um Erläuterung im Ausschuss, was das so an Arbeitsaufwand insgesamt bedeuten würde. Ansonsten, aber das überrascht Sie sicherlich nicht, stehen wir dieser Idee durchaus mit großer Offenheit gegenüber und begleiten das auch mit dem Ziel, da endlich zu einer bayerischen Gesamtlösung zu kommen. Herzlichen Dank. Für die Staatsregierung hat nun das Wort der Staatsminister Joachim